Gerade ist der Neubau am Elbland-Klinikum Riesa fertiggestellt worden und die Bereiche können nun von Patienten und Mitarbeitern genutzt werden. Da geht der Umbau am alten Gebäude am Standort Riesa mit voller Kraft voran. Wir freuen uns auch darüber, dass es nahtlos der Übergang uns gelungen ist. Voraussetzung war natürlich die Inbetriebnahme vom HS2, der Neubaubereich. Damit haben wir hier die Möglichkeit, entsprechend die Ebenen freizuziehen. Wir sind dabei, die Ebene 8, 7, 6, 5 freizuziehen, um damit Baufreiheit zu schaffen, zu entkernen und dann wieder neu aufzubauen, neue Funktionen zu schaffen. Die Herausforderung, die liegt vor allen Dingen bei unseren Mitarbeitern und bei den Patienten, dass man sagt, wir haben hier neue Möglichkeiten, neue Räumlichkeiten. Die Logistik ist natürlich gefordert, dass wir hier auch reibungslos den Betriebsablauf garantieren können. Und alle Mitarbeiter machen aber gut mit und freuen sich dann über neue Möglichkeiten, die wir hier schaffen. Es wird also noch einige Monate dauern, bevor man am Elbland-Klinikum Riesa die sanierten Bereiche neu aufbauen kann. Dann wird Riesa in der Region der modernste Gesundheitsstandort sein und Patienten weit über die Kreisgrenzen hinaus versorgen können.